kommt aus dem Osten und das kann und wird auch weiter so bleiben. Mit diesem Motto begrüßte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Cornelia Pieper, die Journalisten zum zweiten Tag der deutsch-polnischen Medientage und offenbarte ungeahnte Sprachkenntnisse. Ich sage jetzt in der letzten Zeit des Öfteren, weil wir in der deutschen Politik vor großen Herausforderungen stehen, das heißt ja auch in Polen, Jeszcze Polska nie zginęła, das ist der Beginn der polnischen Nationalhymne. Und manchmal denke ich, Jeszcze niemiec nie zginął. Im ersten Plenum diskutierten die Journalisten Dimitri Babic, Thomas Wroblewski, Britta Hilpert und Roman Kabatschi über den Umgang mit der Ukraine und Russland. Denn nur auf den ersten Blick scheinen Deutschland und Polen eine gleiche Einstellung zu Russland zu haben. In reality, we have completely different economic and business relationships. It's also the status of trade between Russia and Germany, Russia and Poland. At the present moment, Russia has very undeveloped, unsophisticated economy, mainly mining their export products. This is quite satisfactory to Germany needs, because the Germans, that's all they need, natural resources, and they can sell quite expensive their own products, cars, machinery. In Poland, it's different. Poland needs much closer relationship with developed countries. Im zweiten Plenum plauderten Europaparlamentarier Pavel Korwal, Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik und die Redakteure Dmitri Babic aus Russland und Andriy Portnov aus der Ukraine aus dem Nähkästchen. Ukraine to nie Rosja. I że model państwa, które ma dużo surowców, ale słabe instytucje, nie odpowiada temu, co jest na Ukrainie. Polen und Deutschland, das sind zwei wichtige Länder im Osten der EU. Und auf natürliche Weise müssen sie für die Ostpolitik der EU Verantwortung tragen. Das soll sowohl Russland als auch die Länder der Ostpartnerschaft betreffen. In beiden Fällen könnte die Zusammenarbeit Polens und Deutschlands auch angesichts umstrittener Fragen wie zum Beispiel der Energiepolitik konkrete Ergebnisse bringen. Insgesamt 5 Länder über Ostpolitik diskutieren zu lassen, bot vor allem deutschen Journalisten neue Einblicke. Es war doch ganz schön zu hören, wie der ukrainische Kollege manche Sachen sieht, die der russische Kollege dann ganz anders wieder sieht. Die Auseinandersetzung mit dem Thema EU, wie kann man mit Russland und den anderen zusammen was gestalten, fand ich wirklich tatsächlich sehr interessant. Man muss diesen Teil von Europa einfach kennen, um gemeinsam einen Weg zu finden in die Zukunft.